Ja, hi Leute und herzlich willkommen zurück. Teil 12 geht an den Start und wir befinden uns hier am, an diesem tollen Geiernest und ich höre Hufgetrappel. Aber die Soldaten wollen mir gerade nichts. Und wir gucken uns mal ein bisschen um, was denn hier jetzt gerade noch so geht. Das letzte Mal in der Session hatten wir uns hier so ein bisschen mit dem Norden beschäftigt und hatten noch so ein Schiff gefunden, das irgendwie zu krass war und Krokodile und andere Dinge. Hier habe ich schon bei dem Schiffwrack Sachen geplündert. Ist das jetzt auch so ein Schiff, das einfach mega krass ist oder nicht? Oder ja, oder ich weiß es nicht. Ich hatte aber vor, tatsächlich hier runter, hatte ich das schon? Das ist der Steinkreis, ne? Ja. Ich wollte mir hier zumindest diesen Punkt angucken. Das ist nicht so weit weg. Da kann ich auch noch zu Fuß hin. Das letzte Mal, als ich das gesagt habe, weiß ich, kamen mir ein paar Leute dazwischen. Wow. Okay. Mega schön die Gegend. Ich kann es nicht oft genug betonen. Einfach mega geil hier rumzulaufen. Ongoing Assassin Walking hier. Keine Krokodile. Keine Löwen. Keine Hyänen. Keine irgendwas. Nice. So, dann lass mal gucken. Wie heißt dieser Ort? Tempel der Sachmet in Jammu. Okay. Dann sind wir hier in dieser Tempelanlage. Ich hoffe, da kann ich mich frei drin bewegen. Ja, anscheinend kann ich das. Cool. Wow, nichts zu holen. Was eine Scheiße. Mega Pleite hier. Gut, dann gucken wir uns erstmal den Aussichtspunkt an. Das ist da oben. Okay. Auch nichts zu holen. Oh, eine Katze. So, ich weiß nicht, wie man die petten kann. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nicht so. Nicht so. Nicht so. So geht das nicht. Wie pette ich die? Ich will die streicheln. Irgendwie geht das. Habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt. Ich werde es bis zum nächsten Mal rausfinden. Ist nur so eine Kleinigkeit eigentlich. Aber es ging bisher doch immer. Die Postilhalle. Okay. Wenn du das sagst. Auch nichts zu holen hier. Meine Fresse. So, komme ich hier einfach hoch? Nö. Ja, doch. Kletter, du Sau. Finde in der Nähe versteckter Papyrus. Okay. Okay, da ist der Aussichtspunkt. Ist da irgendwo... Kann ich da irgendwo... ein Papyrus... Also irgendwo zeigt er mir was an. Hier ist aber kein... Nö. Okay, dann let me have a look. Ich nehme die Session übrigens gerade am 19. November morgens um 12:30 auf. Also mitten in der Nacht. So. Dann lass mal gucken, was haben wir da. Finde in der Nähe versteckter Papyrus. Nice. Cool. Irgendwo da. Und da ist eine Quest und da ist ein Toter und boah. War gut. Dann springe ich da jetzt nicht heldenhaft runter, sondern ich
sehe es nicht. Irgendwo hier in der Anlage soll was sein. Gut, dann mach das mal ordentlich. Kletter da runter, ohne dir weh zu tun. Was? Okay, er zeigt mir nur die Quests an. Autsch. Ja, ja, alles gut. So. Ich sehe immer noch nichts. Aber doch. Mit dem könnte ich sprechen, will ich aber nicht. Irgendwo hier muss das Ding doch sein. Irgendwo muss doch dieses Papyrus-Ding sein. Aheraru? Ich werde noch zum richtigen... Aha, da ist was. Da ist was, ich weiß aber nicht was. Ja, Kletter. Ah, gefindet. Fruchtbare Länder. Einige hundert Meter nordwestlich des Sachmet-Tempels in Yamu am Mariotsee gibt es einen tollen Ort für ein Rendezvous. Er ist voller Dattelpalmen und umgeben von der Wüste und einer steinernen Umrandung ohne Ausgang. Dort findest du mich. Okay, lass mal eben gucken. Moment. Mein Fernseher spackt gerade wieder rum. So, jetzt geht's. Nee. Genau. Einige hundert Meter nordwestlich des Sachmet-Tempels. Einige hundert Meter nordwestlich des Sachmet-Tempels. Ist das das Geiernest? Nee, hier, da ist doch... Das hier meint er, oder? Oder das hier? Ich weiß nicht. Müsste ich mal gucken. Ich meine aber, ich hätte hier die Dattelpalmen gesehen. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich das... Habe ich das Dingli geholt. Was haben wir hier? Das ist der Tempel der Sachmet selbst. Hier ist die versteckte Streuner-Quest. Die mache ich, glaube ich, als erstes. Da ist noch ein... Da sind Ställe. Hier ist noch ein kleines Secret. Da ist jetzt das Shippity. Die bewegen sich tatsächlich. Das missfällt mir eigentlich. Obwohl, vielleicht ist das ja gar nicht so krass. Könnte ich mir ja mal angucken. Oh Gott. Dieser Fernseher. Der Fernseher merkt, dass seine Tage gezählt sind. Ich habe vor einigen Wochen geheiratet und zur Hochzeit haben meine Frau und ich einen neuen Fernseher geschenkt bekommen. Dieser ist allerdings noch nicht... installiert, sozusagen. Da warten wir halt mit bis zum Umzug. Und dieser dauert jetzt auch von heute an gesehen gar nicht mehr so lange. Um ehrlich zu sein, eine Woche. Und seit einer Woche, seitdem ich dem Fernseher quasi gesagt habe, du bist Arsch, du bist bald tot und weg und tschö, tut er gewisse Dinge einfach nicht mehr so, wie er soll. Ja, komm, red dich nicht auf. Kann schon mal passieren, dass man Leuten, die da einfach irgendwo im Weg pennt, einfach mal auf den Kopf rumtritt. So, lass mal gucken. Das Schiff bewegt sich, das missfällt mir aber eigentlich. Da vorne ist ein Boot, das ich mir klauen kann. Beweg dich! So, und eigentlich müsste ich die ja erst ausspotten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da ziemlich heftig wird. Zone ist tabu. Das ist mir egal. Hey, was? Fuck.
So war das nicht geplant. Komm her. Ah, geht doch. Der ist aber nur Level 6. Okay. Was? Krieg ich hin. Komm her. Oh, da ist ein Löwe drin. Fucking Löwe. Fuck you. Nice. Schön. Yeah, Stufenaufstieg. Level up. Oh, guck mal, noch ein Löwe. Fuck you. Ja, es tut mir so ein bisschen leid für die Katzen, aber fuck you. Leck mich, du Vogel. Ist da noch ein Löwe? Nein. So, Sachen zu plündern. Okay. War hier sonst noch irgendwas auf dem Schiff? Nö, nur... Hier gab's Löwen und... Schön. Schön! Ist hier echt nichts mehr. Ja, da hinten gibt's die Pfeile und das war's. Na toll. Wo ist denn mein Boot? Dann nehme ich mir halt das da gleich. Gut, damit wäre das Boot schon mal Geschichte. Oh, da ist ja direkt das nächste. Ach Gott. Ja, die Tage dieses Fernsehers sind auf jeden Fall gezählt. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber... neuer Fernseher ist am Start. Und um den wird sich auch wunderbar gekümmert werden, wenn... Warum soll ich da hin? Das verstehe ich nicht. Die meinen doch das Schiff da, oder nicht? Ah, versunkenes Gefangenenschiff. Alles klar, ich verstehe. Ich sehe nichts. Bin ich jetzt da? Ja, oder? Okay. Okay, das ist tief. Boah. Dann viel Spaß beim Auftauchen, ne? Mir würden jetzt schon die Ohren platzen. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch... Hey, das ist machbar, kein Problem. Mhm, am Arsch. Das tut unglaublich weh. Der Druck, der ist der Wahnsinn. Okay, Kohlenstoffkristall gefunden. Was haben wir dann noch? Ort beendet. Aha, da sind aber noch Kleinigkeiten. Hier, genau. Meins. Meins. So, und jetzt darfst du... Nee, hier bitte auftauchen. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ja, nice. Sehr gut. Das fucking TV. Ich hoffe, der hat sich gleich mal ein bisschen beruhigt. Ziemlich oft in den letzten zwei Tagen. Wie gesagt, seitdem wir ihm gesagt haben, du wirst ad acta geschafft. Du bist quasi schon tot. Du weißt es nur noch nicht. Ja. Seitdem enttäuscht er mich zusehends. Da möchte ich tatsächlich noch nicht hin. Das ist eine 15er bis 18er Gegend. Das ist zwar hier am Rand, aber... Es liegt mitten im Gebiet und ganz ehrlich, ich muss mich nicht mit allem anlegen. Ich mache schon eigentlich viel zu viel. Wobei ich cooles Feedback gekriegt habe von einem der Zuschauer. Und zwar über privatere Kanäle. Kenne ich halt privat von früher. An der Stelle übrigens, schönen Gruß an dich, Stefan.
Da hieß es dann, pass mal auf, ich gucke mir gerne dein Let's Play an, ich hänge nur hinterher, du hast schon irgendwie, was weiß ich, 8 oder 9 oder 10 Teile und ich bin irgendwie bei Folge 4, denn ich spiele das Spiel gerade aktiv selber. Und wenn ich gewisse Teile abgeschlossen habe, dann gucke ich halt bei dir weiter und gucke halt, okay, was könnte ich verpasst haben, wie bist du die Problematiken angegangen und so. Und das finde ich cool. Das ist, so mache ich das persönlich auch. Also wenn ich mir Let's Plays angucke, dann. Also von Spielen, die ich selber spielen möchte oder gerade spiele, dann spoilere ich mich nicht selber. Tun kann. Und ich sehe gerade natürlich wieder einen Scheiß. So, da will ich hin. Da. Und wehe, da sind wieder irgendwelche Spasti-Mörder-Hobo-Kokos. Ich meine, ich bin im Moment ziemlich overpowered und ich sehe gerade, dass ich nicht nur einen Fähigkeitspunkt noch zur Verfügung Schießen Sie habe, zuerst und fragen dann. sondern auch etwas fertig bauen kann. Das möchte ich aber erst machen, wenn ich da hinten an Land bin. Also herstellen. Im Herstellen-Menü kann ich tatsächlich etwas erweitern. Ich hoffe, dass es nicht schon wieder die Hilfsmitteltasche ist. Ich schleppe nämlich einfach zu wenig Kram mit mir rum, als dass das. Wow! Wow, hast du mich aber nicht gesehen, wa? Tja, dann. Tut mir Es leid, mein muss leider Freund. sein. Ja, mit deinem Boot. Setz dich mal. Das geht nämlich einfach schneller. Ladida, joho. Und eine Wurzel voll rum. So. So, ich danke dir. Das mit der Taxifahrt war geil. Schön mit Ö. Das ist das fünfte Mal, dass mir der Fernseher ausgeht oder so. Ich kotz ab. Für Sonntag aufnehmen. Ist das so schwer? Ist das wirklich so schwer? Gönn mir das. Gönn mir das und ich werde dich nicht mehr beleidigen. Ich bitte dich nicht, ich. Mach nur einen Vorschlag für einen Deal. So, Missionsziele vor Ort. Schätze plündern 2. Das bedeutet, hier werde ich auch wieder irgendwelche Gegner haben. Also, Senu, was kannst du mir über den Ort erzählen? Ich sehe gerade niemanden. So, dann vertell mich mal. Wo können Dinge sein? Was soll das sein? Ah, das ist ein Schatz. Irgendwo im Wasser. Okay. Das heißt, hier habe ich wieder so einen unterirdischen Tempel oder was? So einen Unterwassertempel. Halb versunken. Da ist der Ort zum Auskundschaften. Ja. Sind das Krokos? Ah, ich hasse Krokos. Da ist auch noch so ein Schätzchen. Ja, gut. Das sieht auch schon mal vielversprechend aus, aber erstmal ab ins Menü. Der Fernseher mag mich nicht. Jedes Mal dann, wenn irgendwie darstellungstechnisch irgendwas sich ändert, nimm aus. Ich hasse dich, du Fickstück. Das hast du jetzt davon. So, lass mal gucken. Jagdinstinkt. Damit könnte ich markieren. Verbesserter Kriegsbogen, verbesserter Jagdbogen, verbesserter Raubtierbogen, verbesserter Leichterbogen. Adlerangriff. Ah, ich weiß nicht. Müsste hier eigentlich auch mal weitermachen, aber ich agiere zwischendurch eigentlich gerne mit dem Bogen. Und die ganzen Sachen brauche ich eigentlich nicht. Genauso wie ich diese Attentatsgeschichte aber eigentlich auch noch nicht gebraucht habe. Attentatsbeute. Ich kann halt noch keine Attentate ausführen. Das ist es halt. Da brauche ich 2 Punkte für. Da brauche ich 2 Punkte für, 2 Punkte für, 2 Punkte für, 2 Punkte für, 2 Punkte für. Okay, dann ist hier erstmal Schluss. Da brauche ich einen schweren Angriff aufladen. Ultra-Höchstleistung. Das zünde ich so gut wie nie. Hier brauche ich 2 für, hier ist Stopp. Hier brauche ich auch nur einen für, Adrenalin. Okay, damit könnte ich das schneller zünden und öfter. Auch noch einen für ein.
2. Auch ein. Oh Gott. Nee, ich mache hier tatsächlich ein bisschen weiter und ich hole mir Brandbomben. Warum nicht Brandbomben? Brandbomben sind nett. Oh, und was ich tun wollte war, ich wollte ja etwas verbessern. Und zwar, oh, nice. Für den Bogen, damit würde ich 7 Schaden mehr machen. Moment. Und für den anderen Bogen 5. Na gut, dann. So. Geändert hat sich jetzt die Schiene. Sieht besser aus. Also aufrüsttechnisch hat sich tatsächlich schon einiges getan. Hilfsmitteltasche kann ich zum Beispiel nur noch 2-mal verbessern. Da wird, glaube ich, gehärtetes Leder für gebraucht. Aber egal. So. Waffen habe ich zwischendurch wieder welche gefunden. Aber das interessiert mich alles. Aber eigentlich überhaupt nicht. Weil ich im Moment eigentlich ganz gut mit meiner Ausrüstung klarkomme. So, dann lass mal gucken. Da hinten sind die Krokus. So, hier unten war aber schon so ein Schatz. Wo war der Aussichtspunkt? Hier, ne? Ja. Dann holen wir uns den zuerst. Haha. So, hier geht. Einigermaßen zumindest. Ah, okay. Ich verstehe, woher der Wind weht. Komm her. So, läuft doch. Oh Gott. Ich habe nicht mitgezählt, aber ich schätze mal Nummer 7. Es ist zum Kotzen. So. Sieht schick aus, die Gegend. Jetzt sehe ich sie auch. So, und hier unten ist eine Quest. Ein Ort des Todes. Das untersuche ich. Ja, dann. Oh, empfohlene Stufe 17. Finde mehr über den Mörder heraus. Oh, Jesus. War das eine grausame Zeremonie? Hier ist viel Blut, wie nach einem Gemetzel. Aber es wurden schon viele der Spuren verwischt. Okay. Hier ist auch was. Reste einer Nachricht. Es fehlt einfach zu viel. Okay, das könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ich schließe es aber mal. Also für die Leute, die durchskippen und sich fragen, warum ich so oft einfach an einer Stelle stehen bleibe. Es ist der Fernseher. Ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt. Die Göttin der Jäger. Ich dachte, ich erwähne es mal. Hier sind einige Kratzer über dem Bauch der Statue. Was hat das zu bedeuten? Da ist jede Menge Blut. Das geht mir auf den Sack. Überreste von Fleisch und Blut. Hier war eine Leiche. Doch die Krokodile haben sie verschlungen. Na super. I love them, Krokos. Der Deckel eines Sarkophages. Hier war ein Symbol, aber zu beschädigt, um es zu erkennen. Okay. Ich bin gerade mal Level... Beunruhigend. Hätte ich mehr Informationen, könnte ich das besser verstehen. Da ihn ein Krokodil gefressen hat, werde ich nach anderen ungewöhnlichen Dingen Ausschau halten. Okay. Hier war doch gerade irgendwo noch was. Oder nicht? Oder doch? Oder ja, nein, vielleicht? Sonst nichts mehr? Gut. Dann werde ich wohl woanders auf der Insel suchen müssen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Krokodile da hinten ziemlich heftig sind. Sonst würde das mit Level 17... nämlich einfach keinen Sinn machen.
Ja, ich stehe wieder blöd in der Gegend rum. Nervt mich das. Nervt mich das und ich finde es so wunderbar, dass ich diesen Moment mit euch teilen kann und darf. Wow. Fuck. Okay, funktioniert. Habe ich da vorhin nicht einen der Schätze geplündert? Warum habe ich denn jetzt nur einen? Das missfällt mir. Ah ne, da ist der andere. Okay. Ich verstehe. Ne, die Krokodile sind gerade mal Level... Wow. Fuck you. Maul. Genau, jetzt im Kampf ist nämlich der Fernseher aus. Ne? Aber es hört sich so an, als wäre ich aus dem Kampf. Okay. Fuck you. Fuck you. Dreckskrokodil. So, jetzt kann ich wieder jede Menge Sachen herstellen. Das ist eigentlich ganz cool. Aber... Notizen der Expedition, Tag 1. Okay. War es das jetzt hier auf der Insel? Ne, da ist doch noch was. Da, 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 da. Okay. Der Insel müsste ich jetzt eigentlich fertig sein. Kann ich gleich in der Stadt weitermachen. Das ist übrigens im Moment so die normale Prozedur. Zumindest möchte ich versuchen, das so beizubehalten. Habe ich die beiden Schätze? Ja, ich habe zwei. Ich möchte dienstags, donnerstags und samstags hier eine Folge rausbringen und sonntags dann so fürs Wochenendschmankerle direkt nach dem Samstag noch zwei weitere. So dass ich, ja, einfach. Oh, nice. Wie viel hatte der? Das ist 180 und 228. Welcher ist denn jetzt der A-Bogen? Okay, das ist der A-Bogen, alles klar. Und der B-Bogen. Der macht 228. Ah, nee. Das ist schon okay. Ich hätte auch Sachen gefunden. Klinge der Seevölker, Level 11. Nice. Die macht 125, die macht 131, kritische Trefferchance und Adrenalinregeneration nehme ich. Dann kann ich hier nämlich hingehen. Ja, nee, ich wollte ja eine schwere Waffe haben oder zumindest was etwas Schwereres. Mehr Lebenspunkte. Ja, mehr Lebenspunkte. Das ist schön. Okay. Das sieht gut aus. Ich bin eigentlich viel zu high-levelig für die Gegend hier, oder? Da sind ein paar... Welche Waffe habe ich mir denn noch nicht angeguckt? Oh, da war eine. Na, egal. So.
Dann gucken wir mal. Dann hätte ich die Insel hier abgeschlossen. Das ist tatsächlich noch im verdeckten Gebiet. Da gehe ich nicht hin, genauso wie da. Das heißt, das könnte ich mir zumindest noch angucken und damit die Folge beenden. Damit würde ich, glaube ich, so leicht den 30-Minuten-Rahmen überziehen. Ich versuche halt tatsächlich einfach 30 Minuten anzusteuern. Manchmal vergisst man den Timer oder übersieht ihn. Manchmal tut man das sogar mit Absicht. Dann werden die Folgen halt ein bisschen länger, aber ich versuche so im Rahmen von einer halben Stunde zu bleiben. Um es halt auch einfach nicht zu lang zu machen. Ich kenne es selbst von meinen Verhältnissen zu Let's Plays. Wenn ich so ein Video anklicke und ich sehe schon, das geht eine Dreiviertelstunde, habe ich schon 200% weniger Bock, das zu gucken, weil es einfach zu lang ist. So eine halbe Stunde gebe ich mir, 25 Minuten finde ich optimal, aber dem Spiel möchte ich auch tatsächlich einfach Zeit widmen. Und ja, das, Boot, ich kann es nur gerade nicht sehen. Ja, das Boot ist kaputt, sehr gut. Oh. Fick dich hart. Wow, das sieht groß und böse aus. Ja, das ist auch groß und böse. Fuck, warum habe ich das getan? Komm her. Okay, so viel Schaden macht der jetzt nicht. Der ist nur verdammt... Fuck, ist der groß. Leute, macht zum Glück nicht so viel Schaden. Und die kleinen Ads drumherum gehen auch. Na komm, dich will ich zumindest umlegen. Okay, das lief gut. Fuck you. Nice. Das lief gut. Dann kann ich hier jetzt noch ein bisschen zu Ende plündern. Also ganz ehrlich, der Große hat mir jetzt echt so ein bisschen Angst gemacht. Bestellung von Fischereizubehör. Okay. Oh, ist das eine Höhle? Nein, ist das eine Truhe. Ein kleiner Schatz. Nice, 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 nice. Okay. Und mit dem Abhaken des Krokodilsnestes möchte ich die Folge dann noch tatsächlich beenden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte euch zumindest ein bisschen das Wochenende erheitern. Wenn ja, schreibt mir doch in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen, bla 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 bla. Ich will jetzt nicht hier anfangen mit dem ganzen Like rumgebettel irgendwie vom... Also auf hohem Niveau. Deswegen tut einfach, worauf ihr Bock habt. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Also ihr seht das Video, ich sehe euch ja leider nicht. Ja, bis dahin, macht's gut. Tschö, mit dir.